Okay, Leute, da sind wir im P2B drin, auf der Killer-Seite, diesmal mit Sadako. Da hat wir Map of Ring gebracht, ich weiß nicht warum. Und wir gucken uns heute Sadako an, wir gucken uns den Claustrophobia-Buff an, wir gucken uns den Crowd-Control-Buff an und den Hangman's-Buff. Aber vorher gucken wir erstmal, dass wir mal was reißen. Mal gucken, wie sich das Ganze auch anfühlen wird mit Sadako. Könnte ein bisschen crazy sein. Die Addons wurden auch gechanged. Jetzt können wir es endlich mal sehen. Ich kann es euch dann nach der Runde auch mal zeigen. Ihr Eerie, was wahrscheinlich das Ausschlaggebendste ist, wurde auch genervt. Okay. Ja, ich verstehe schon. Hello, Nicolas Cage! The Goat, Junge! Legendary. Einfach Legendary. Wir können jetzt nicht mehr gestunt werden. Und Crowd Control ballert auch ziemlich rein. Joa. Joa. Gut, gute. Bei Claustrophobia bin ich mir noch immer unsicher, wie das laufen wird. Aber mal gucken. Vielleicht wird das auch eine positive Überraschung für uns sein. Mal ein bisschen Stacks aufbauen bei jedem. Okay. Wir haben jetzt einen 15-sekündigen Cooldown. Den fühlt man auch ziemlich. Okay. Ich hätte gedacht, der wäre weniger beeindruckend. Da gucken wir direkt mal. Ich kann nicht gestunt werden, nämlich. Und jetzt ist alles blockiert für ihn. Jetzt ist alles blockiert, Myers Pillen. Keine Walls mehr, mein Boy. Keine Walls mehr. Warte. Hä? Ist der Radius so... Ist der Radius so uninteressant klein? Was? Da war gar nichts blockiert. Da war gar nichts blockiert, hä? Bin ich gerade stupid? Ich bekomme die Vaults aber angezeigt. Bin gerade ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Okay. Habe ich die Aura gerade gesehen wegen Hangmans? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Weil wir den teleportieren. Okay. Ja, ich nehme den Hit. Ich versuche... bestenfalls komplett auf Condemned zu gehen. Aber ich weiß halt nicht, ob das überhaupt so gut hinhauen wird. Der Condemned Playstyle könnte auch einfach komplett am Arsch sein, eventuell sogar. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß es nicht. Aber je länger die Runde halt geht, desto besser ist es halt auch eben mit Condemned. Also interessant. Interessant, sage ich mal. Ich bin mir noch unsicher, wie ich es finden soll. Dass man nicht gestunt werden kann durch Paletten, finde ich aber auf jeden Fall schon mal richtig gut. Das kann ich ja schon mal spoilern. Den kicken wir hier mal, dass man ein bisschen zu weit. Wurde auch gebufft. Cooler Perk. Och man, so Bullshit. Hello girl. What's popping? So, okay. Ja gut. Dann teleportiere ich mich mal direkt hier hin. In der Hoffnung, dass sie stupid ist. Oh, wow. Da ist eine Palette. Was ist denn hier los? Warum ist da eine Palette? Ich dachte, das wäre... Okay, crazy. Crazy. Ein bisschen verwirrend auch, ehrlich gesagt. Aber okay. Änderungen sind anfangs immer verwirrend, würde ich mal behaupten. Da hat sich einer wegcondemned komplett... okay. Ja, Condemned Playstyle könnte schon belastend auch werden. Ich bin mir noch unsicher, wie ich es finden soll. Junge Nicolas Cage, schreib mir ins Ohr! Was soll die Scheiße? Das ist so stupid, nochmal Condemned aufbauen. Wegkommen tut er ihn nicht. Okay. Wenn er einmal durchwaltet, haben wir halt Crowd Control. Das weiß er auch. Wir sind jetzt nicht im Chase, also wir bekommen auch keine Bloodlust und gar nichts. Aber das ist okay für mich. War das geplant, dass er runterfällt? I don't know. Warte, wir sind bei 4 Chance noch. Oh mein Gott, wie viele sind auf 99 jetzt? Gefühlt ist jeder hier auf 99. Aber ich muss sagen, Hangmans finde ich besser als gedacht, weil man anscheinend wirklich immer die Auren rumsieht um die Scorchhooks. Ist aber noch immer nicht allzu beeindruckend, würde ich jetzt mal behaupten. Ist noch immer nicht allzu beeindruckend. Warte mal. Der Nicolas Cage hier, den wir haben, ist ein Bot? Weil da steht Bot daneben. Ist einer der Bots, ehrlich?
Okay, jetzt die Windows sind hier mal blockiert. Oh mein Gott, der Generator war der nicht vorher auf 0? Oder bin ich stupid? Ja, wahrscheinlich eher stupid. Ich würde halt ehrlich auch nicht schlimm finden, wenn sie bei Claustrophobia einfach so sagen würden, yo, wir vergrößern das Ganze um 20 Meter, weil mir kommt so vor, als würde ich von Claustrophobia gar keine Value bekommen. Wirklich gar keine. Das ist ein bisschen belastend. Aber mehr Condemned aufbauen, mehr Condemned aufbauen, mehr Condemned aufbauen. Wir werden mal gucken, wie das laufen wird. Unser erstes Totem wurde zerstört. Ich habe Undying mit dabei, ist also nicht so schlimm. Und sie geht Shag, was ziemlich bad für sie ist. Mit Crowd Control? Was willst du da machen, Homie? Einmal durch. Oh. Ja, Claustrophobia OP. Claustrophobia OP, Girl! Let's go. Ja, ist halt einer der seltenen Momente, wo der Perk endlich mal zeigt, dass er doch irgendwas drauf hat. Basement wäre hier, aber interessiert's mich. Ja, komm. Lass ins Basement gehen einfach. Von Hangmans und Claustrophobia bin ich nicht sonderlich überzeugt. Crowd Control ist jetzt weg, also auch nicht. Nee, also Crowd Control wirkt ganz nett, aber der Buff war jetzt von dem, was. Oh. Wir sind wirklich auf Condemned gegangen, aber sie putte das jetzt eh direkt weg, oder? Nee, hat sie nicht. Oder was? Okay. Man kann anscheinend, also das hat sich auch nicht schwer angefühlt gerade. Das hat sich ehrlich auch nicht schwer angefühlt. Ja, das schafft sie aber. Dafür braucht man Save the Best for Last, dass man das aufhalten kann. Aber mich wundert es, dass wir das überhaupt schon hinbekommen haben. Hat sie einfach wirklich gar nicht aufgepasst oder ist es wirklich ziemlich easy jetzt möglich? Das ist halt die Frage. Das ist halt die Frage aller Fragen. Erstmal wieder TPen. Hielt sich, glaube ich, unten. Oh, oh, was? Wir haben noch einen. Das ist doch kein Bot, der spielt doch nicht mal so bad, hä? Und wir haben wirklich einen Condemned Kill. Okay. Das könnte alles vielleicht wirklich besser sein als gedacht. Warte mal. Ist der hier geblieben? Okay. Warte, Kate ist auch ein Bot jetzt? Die ist auch gequittet? Hä? Aber die Bots sind nicht mal bad. Seht ihr das? Die Bots sind besser als normale Spieler hier. Ich werde vom Bot gechoost. Was zur Hölle? Das ist doch kein Bot. Ey, ich schwör's euch, der Nicolas Cage hier, der ist viel besser als alles. What the fucking hell? Der ist alles. Also, der ist besser als jeder Solo-Q-Mate, den ich jemals hatte, gefühlt. What the fuck? Was geht hier ab? Also, die Bots wirken richtig, richtig gut eigentlich. Ehrlich. Okay. Ja, Feng. Oh, warte mal. Da geht wer retten jetzt. Da komme ich direkt mal mit. Ich komme mithelfen. Ich TP mich mal direkt rein. Hallo! Achso, kein Bock mehr? Okay. Schade. Ach, du magst deinen Mate vielleicht. Okay, du bist auch nur ein Bot. Wen sollst du hier mögen, ne? Deine Gefühle werden wahrscheinlich jetzt nicht allzu krass sein für ihn. Okay, komm. Ey, aber Bots finde ich richtig cool. Hangmans und Claustrophobia haben mehr Value, ja, aber finde ich jetzt nicht so krass. Aber Crowd Control bleibt auf jeden Fall noch immer ziemlich nett. Die Perks, die wir heute mit dabei haben, sind jetzt aber nicht mein Highlight des Tages oder so. Also, das ist es leider nicht, nee. Da gibt es bessere Perks noch, finde ich, die gebufft wurden. Und wir gucken uns natürlich dann auch noch Spirit an und ihre Add-on-Changes. Sadako gucken wir uns jetzt im späteren Verlauf direkt nach der Runde auch noch durch, was da alles gechanged wurde. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir Feng langsam mal finden, weil ich sonst echt pissig bin. Der Bot wird nicht für dich aufgeben, Feng. Das kann ich dir spoilern. Der Bot wird nicht für dich aufgeben, glaube ich. Also ehrlich, wo bist du? Chillt die hier in der Nähe einfach irgendwo, oder? Habe ich sie gerade gehört? Okay. Und warte, ich zeige es euch mal direkt. Bookgrabs wurden entfernt. Ich kann... Sie kann durchziehen, aber ich kann nur hitten. Was richtig gut ist. Und der Bot darf escapen. Das ist so bodenlos.
Das ist so bodenlos. Der Bot soll escapen. Wo läuft er hin überhaupt? Hab ich das gerade richtig gesehen? Ja. Ey, der Bot ist ein Juicer! Ich mache jetzt natürlich nicht die ultra krassen Mindgames, aber... Ey, der Bot versteht schon! Der versteht schon einiges! Ja! Aber ehrlich! Der croucht auch ein bisschen hinter der Ecke? Das ist ziemlich interessant. Finde ich richtig cool. Der juiced mich sogar, Ja, hä? Finde ich richtig cool. Wow! Also die Bots wirken richtig nice! Ehrlich! Also holy shit! Nice one! Ja, okay, safe call. Die Bots sind auf jeden Fall geil. Sadako finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich gut, die Changes jetzt von der Runde her. Claustrophobia, Hangmans, wie gesagt, Und ja, Crowd Control wird sich, finde ich, an der Stärke auch nicht allzu viel ändern. Kann man jetzt natürlich noch länger rumchasen, wenn die jetzt am gleichen Spot bleiben, sind sie halt mehr gefickt als zuvor, aber... I don't know, aber Sadako und Bots? Richtig gut. Richtig gut, what the fuck? Okay, nice one. GG, zu den Bots aber nur die Bots, GG. Finde ich auch gut, dass das so markiert ist, so mit den Bots daneben noch. Nice one. Wirklich, wirklich nice. Jetzt gucken wir uns aber nochmal die Addons an. Weil da hat sich ein bisschen was gechanged. Ich weiß nicht, bei welchen Addons genau. Das wurde, glaube ich, auch nirgends hingeschrieben. Auch nicht in den Patchnotes oder so. Aber auf jeden Fall kann ich euch schon mal sagen, das Eerie wurde gechanged. Also momentan ist es so, dass die Survivor zu jedem TV gehen können mit ihrem Tape. Das hier bringt sozusagen den alten Modus wieder zurück, so dass die Survivor nur einen TV haben, wo sie hingehen können. Ist, ja, nichts Außergewöhnliches. Ich würde jetzt generell sagen, von dem Ersteindruck, den ich jetzt hatte, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal, ja, nicht mal, dass irgendeins allzu beeindruckend ist, oder? Also ihr könnt mir gerne reinschreiben, falls ich falsch liege, aber auf meinem ersten Eindruck bin ich jetzt nicht allzu beeindruckt davon, dass sie jetzt ultra krasse Add-on-Changes hatte oder so, die ihr ultra helfen werden. Die Base-Power ist auf jeden Fall gut gebufft worden, ihr stärkstes Add-on ist runtergegangen halt und der Rest ist stärketechnisch, würde ich behaupten, noch ziemlich gleich bleiben. Ich weiß nicht mal, welches sich überhaupt alle gechanged haben. Falls ich das mal rausfinde, werde ich euch das mitteilen. Und jetzt, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.